Ja, wir sind hier in einer Roma-Siedlung außerhalb von Thessaloniki, die keine Stromversorgung hat, keine Wasserversorgung. Das heißt, von den öffentlichen Anschlüssen oder den öffentlichen Anschlüssen Infrastruktur nicht angeschlossen ist. Seit etwa 15 bis 20 Jahren leben hier 400 Roma, viele Kinder. Die haben jetzt seit einigen Jahren hier eine Kirche für sich gebaut, eine Schule jetzt gebaut. Das heißt, es gibt Beziehungen auch, es wird Schule stärker besucht. Das heißt, es entwickelt sich etwas. Alphabetisierung findet statt, die Menschen lernen lesen und schreiben. Kinder gehen in die normalen Schulen, auch wenn es Schwierigkeiten nach wie vor gibt, tut sich da etwas. Was hat Sie denn hier am meisten beeindruckt, gerade eben, von dem Sie gehört haben? Am meisten beeindruckt das Interesse an den Besuchern. Das kommt offenbar ja auch nicht so oft vor, dass tatsächlich auch Menschen von Kirchen aus anderen Ländern hierher zu Besuch kommen in diese Kirche. Dass ein Stück Interesse da ist, trotz der Sprachschwierigkeiten, die es gibt. Gerade auch von den Kindern, die einfach mehr wissen wollen, die Namen wissen wollen, wo Leute herkommen. Eine Offenheit für Menschen, die von außen jetzt hierher kommen, zunächst mal. Ich denke, es ist eine schwierige Arbeit nach wie vor. Es gibt Jahrhunderte von Ausgrenzung in den verschiedenen europäischen Ländern, die an vielen Orten sehr unterschiedlich stattgefunden hat. Daran erinnert dann auch der Internationale Roma-Tag, wo anerkannt wird, dass die Roma weltweit ein Volk sind ohne eigenes Land. Das heißt, sie haben die Staatsangehörigkeit verschiedenster Länder und dennoch in allen Ländern vergleichbare Ausgrenzungserfahrungen in der Geschichte. Welche Botschaft nehmen Sie mit zu dem Tag, wo Sie jetzt das Video zeigen werden? Die Botschaft ist, wir brauchen einen langen Atem. Wir sollten uns darauf einlassen, dass es Menschen gibt, die mit uns etwas tun wollen, dass wir anfangen, Beziehungen zu knüpfen.